So, dann freue ich mich sehr, dass ich euch alle heute hier begrüßen darf zum Online-Seminar zur Entstehung von Papier-Schmuckstücken. Und heute möchte ich euch einen Einblick in das Leben und die Arbeit der Kunsthandwerker dort in Tasco geben. Und zu Beginn noch mal kurz: Ich finde es super genial, dass wir alle an so unterschiedlichen Orten gerade sitzen und doch jetzt eine Stunde lang gemeinsam verbringen können und gemeinsam einfach nach Mexiko reisen, ohne dass wir CO2 in die Luft pusten müssen und ohne dass wir uns irgendwelchen Gefahren aussetzen müssen, sondern einfach eine kleine virtuelle Reise nach Taxco zu den Kunsthandwerkern, um ein Gefühl und ein Gespür und einfach so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wie leben denn die Menschen dort? Wie arbeiten sie dort? Und wie funktioniert das eigentlich alles im Hintergrund, dass diese schönen Silberschmuckstücke nach Deutschland kommen und dann zu euch in den Weltladen finden? Und ihr seht hier schon so die ersten Eindrücke von einer Silberschmiedewerkstatt. Das ist von Betty und Francisco. Betty seht ihr hier im Hintergrund, unsere Koordinatorin in Tasco zusammen. Mit der Julia arbeitet sie da ganz eng mit uns zusammen und ihr Mann, der Francisco, der kleine Sohn der Ian. Es geht bei den Silberschmieden ganz viel um Familie. Es ist meistens irgendwie die ganze Familie integriert und gleichzeitig sind es die Werkstätten, die bei ihnen am Haus, in der Garage, irgendwo hinten drüben sind. Das sind ganz kleine, einfache Werkstätten. Alles nicht ganz so hochprofessionell von der Ausstattung, wie wir es hier aus Deutschland kennen, aber nichtsdestotrotz, ihre Arbeiten und ihr Können mehr als professionell. Die sind die absoluten Experten, denn ihr kennt es selber sehr gut. Es entstehen genau solche Silberschmuckstücke, wie ihr hier auf den Bildern seht. Die entstehen dort in diesen kleinen Werkstätten. Und wie dieser wunderschöne Schmuck entsteht und was da sonst noch so an Geschichte drumherum drin steckt und dran ist, das möchte ich euch heute zeigen und euch dahin mitnehmen, damit ihr am Ende von diesem Online-Seminar eine Antwort auf die Frage habt, who made my jewelry, also wer hat meinen Schmuck gemacht? Und wenn ihr dann im Weltladen steht und die Kunden euch fragen, ja, und der Silberring oder dieser Kettenanhänger und wo kommt es denn eigentlich her und wie ist es denn dort vor Ort, dass ihr da wie so ein Bilderbuch im Kopf aufklappen könnt und einfach erzählen könnt und eure Kunden dadurch nochmal viel mehr sensibilisieren und begeistern könnt. Deswegen begeben wir uns jetzt alle auf eine Reise nach Mexiko und zwar ins Herzen Mexikos. Ich denke, ihr seht meinen Cursor. Und ungefähr hier, unterhalb von dem Adler, der auf dem Wappen Mexikos ganz wichtiger Bestandteil ist, in diesem Bereich, im Herzstück vom Land, da ist die Sierra Madre del Sur, eine Bergkette im Bundesstaat Guerrero. Und dort liegt ganz idyllisch gelegen das Städtchen Taxco. Kompliziert zum Aussprechen, XC im Spanischen einfach als ausgesprochen, also Taxco. Und dort, genau, sind alle die 20 Familien, mit denen wir kooperieren und zusammenarbeiten, sind dort beheimatet und leben dort mit ihren Familien. Und dieses Bergstädtchen Taxco, das wird dominiert heutzutage von zwei Sachen, nämlich vom Tourismus und vom Silberhandwerk. Und ihr seht, das Städtchen ist mitten an und in diesen Berghügeln gebaut. Es geht ganz steil hoch. Eines der charakteristischen Dinge sind die Käfer, die alten VW-Käfer, die da schlank genug sind und genügend Power haben, um die engen Kurven und die steilen Hänge hoch und runter zu rutschen und die Menschen zu befördern. Das ist meistens ganz wuselig in der Stadt. Als ich letztes Jahr im Februar dort war, war echt immer ganz viel los auf den Straßen. Ein wildes Treiben von Straßenhändlern zu geschäftigen Leuten, die von A nach B gehen und an jedem zweiten
Haus sieht man irgendwie hier Plata oder Platero oder irgendwas in die Richtung von Silber, Silberhandwerk, Silberschmiede. Das ist dort sehr präsent. Und der Tourismus ist natürlich wichtig, denn die Menschen dort vor Ort, die sind Experten in ihrem Handwerk. Jedoch sind sie nicht geschult im Marketing oder Import-Export oder anderen wichtigen Dingen, die man noch so braucht, wenn man denn sein Kunsthandwerk, seine Ware noch irgendwo anders kommerzialisieren möchte. Daher sind sie abhängig von den Menschen, die zu ihnen in dieses idyllische Städtchen kommen und den Schmuck kaufen. Meistens eben auf dem samstäglichen Silber-Kunsthandwerkermarkt. Und wie es aktuell eben ist, aufgrund der Corona-Pandemie, es ist eine riesige Herausforderung für die Menschen dort. Das könnt ihr euch jetzt sicherlich sehr gut vorstellen. Denn wenn sie vom Tourismus abhängen, die dann ihren Silberschmuck kaufen, den sie die Woche über herstellen, dann geht es ihnen natürlich nochmal umso schlechter, wenn eben die Kundschaft seit Monaten ausbleibt, weil auch in Mexiko ein Lockdown geherrscht hat, beziehungsweise jetzt langsam wieder Lockerungen stattfinden, aber eben Tourismus so ungefähr das Letzte ist, was angekurbelt wird und geöffnet wird und damit die Kunsthandwerker wirklich ganz, ganz stark in die Bredouille gekommen sind und in richtige Notlagen. Und da möchte ich einfach euch da das Bewusstsein schärfen, dass es aktuell vor allem für die Kunsthandwerker ganz, ganz arg schwierig, denn das, was sie produzieren an Ware, ist wunderschön und keinesgleichen. Jedoch ist es nicht eben diese primären, sind es nicht die primären Lebensmittel oder die Waren, die man eben braucht zum Überleben oder die exportiert werden, weil es der weltweite Handel eben stetig nachfragt, wie Kaffee oder andere Rohstoffe, sondern es ist ein Kunsthandwerk und das wird eben gekauft, wenn man auf Urlaub ist, wenn man was Besonderes schenken möchte, wenn Veranstaltungen sind und da das alles ausfällt, sind sie echt in Not und wir sind aber trotzdem da und wir haben schon damals vor 8 oder 9 Jahren gesagt, hey, wir möchten die Fairhandelsbrücke schlagen und diesen wunderschönen handgefertigten Silberschmuck von Deutschland nach Deutschland bringen und diese mexikanischen Kunsthandwerker mit ihren Familien einfach begleiten und finanziell unterstützen. Und das eben natürlich auch und noch mal viel mehr in dieser schwierigen Lage aktuell. Und ich möchte euch jetzt einfach reinnehmen und euch zeigen, wer denn dahinter steckt und wen wir unterstützen und wen auch ihr mit eurer Arbeit unterstützen werdet und unterstützen könnt. Denn eines ist ganz, ganz arg wichtig in der mexikanischen Kultur und auch für uns ein Selbstverständnis des fairen Handels, dass wir ganz direkt und persönlich agieren möchten und arbeiten möchten, eben vor Ort in Mexiko, aber eben auch hier in Deutschland mit euch. Und im Fokus steht da natürlich, wenn man direkt und persönlich arbeiten möchte, die Familien. Und wir besuchen sie ganz oft, um eben einen Dialog auf Augenhöhe stattfinden zu lassen. Und ja, dieser Dialog auf Augenhöhe kann natürlich nur stattfinden, wenn man einfach Beziehungen pflegt und Vertrauen wächst und da einfach eine Kontinuität drinnen ist. Und wir haben auch einfach gemerkt, dass dieser Dialog auf Augenhöhe wirklich eine ganz, ganz tolle Chancen und Möglichkeiten auch für die Kunsthandwerker birgt, sich zu entwickeln und ein neues Selbstbewusstsein auch zu bilden. Also wirklich wachsende Beziehungen und Freundschaften. Und jetzt habe ich euch genügend auf die Folter gespannt und möchte euch nämlich genau 3 Kunsthandwerkerinnen vorstellen, die was ganz Besonderes zu erzählen haben. Und wir starten mit diesem etwas neckisch reinschauenden Noé Velázquez. Er und sein Bruder, sie leiten die Werkstatt, die diese wunderbare, gewählte Corrugado-Kunst herstellt. Und bevor ich in die technischen Details gehe, möchte ich euch einfach
nochmal darauf hinweisen, ihr seht sicherlich direkt, als das Bild gemacht wurde, da hatten wir viel Spaß. Der Noel zeigt hier auch lustig noch ein Peace-Zeichen hinterm Rücken von seinem Mitarbeiter. Und man kann wirklich, also wenn man in die Werkstatt von den Velázquez-Brüdern geht, dann hat man auf jeden Fall eine lustige Zeit. Die haben einen total netten Humor. Es sind, wie gesagt, zwei Brüder, die die Werkstatt übernommen haben von ihrem Vater und einer ganz speziellen Technik nachgehen, nämlich der gewellten Kunst. Auf Spanisch könnte man übersetzt so dieses gestaucht, gewellt, corrugado einfach nennen. Und ja, ihr seht diesen wunderbaren Armreif. Schaut aus, als wäre er vielleicht gegossen, aber ihr werdet merken, die Technik ist eine andere, die dahinter steckt. Die Werkstatt von so Silberschmieden sieht meistens genau so aus, wie ihr jetzt hier auf diesem Bild seht. Und ihr dürft mich gern berichtigen, falls ihr einen anderen Eindruck habt. Also gern einfach euch auch melden, zu Wort melden und reinsprechen. Aber als ich zum ersten Mal in diese Werkstatt reinkam, dachte ich mir, um Himmels Willen, wie kann man denn da den Überblick bewahren? Wie kann man denn da wissen, wo jetzt das Werkzeug liegt, was man braucht? Und wie hat man denn da überhaupt noch die Ordnung und die Organisation drin, dass da dann exakt die Ringe in exakt der Größe, die man bestellt, dann auch wirklich hergestellt werden und so aus der Werkstatt wieder rausgehen? Weil wirklich kreuz und quer überall was liegt und es so dieses typische Künstlerchaos einfach ist. Total sympathisch, aber wahnsinnig chaotisch und eben einfach so richtig mit Charme und rough und robust alles. Ihr seht auch im Hintergrund die Garage, gehört echt mal wieder gestrichen. Die Brüder haben uns auch erzählt, sie haben kürzlich auch schon überlegt, ob sie jetzt vielleicht endlich mal renovieren sollten, alles mal wieder alles bisschen ordentlicher und neuer gestalten sollen. Und nach ein paar Bier am Spätnachmittag haben sie dann den Beschluss gefasst, nee, es ist alles super gut, so wie es ist. Und da steckt so viel Geschichte und Tradition noch von ihrem Vater und Großvater drin. Das soll doch genau so bleiben, weil das hat einfach Tradition. Und das fanden wir irgendwie auch sehr sympathisch, dass sie an dem Ganzen festhalten und eben so Verfechter von dieser Handwerkskunst sind und da auch wirklich mit Herzblut dabei sind. Und die Velázquez-Brüder haben sich damals beim Besuch ganz arg viel Zeit genommen, weil wir gesagt haben, hey, eure Technik ist irgendwie so faszinierend und scheint so aufwendig zu sein, wir würden echt gern mal erfahren, wie viele Arbeitsschritte ihr denn braucht, um so einen wunderschönen Armreif, wie wir hier eben gesehen haben, um den herzustellen. Ja, und dann hat es im Endeffekt gestartet, dass wir mitgenommen wurden, einmal durch die Produktionskette von so einem wunderbaren Corrugado-Ring und uns mit größter Geduld erklärt wurde, wie das alles hergestellt wurde. Wir sehen hier nochmal jetzt die Melli auf dem Bild. Hier unten versteckt sich das kleine Schmuckstück und wir sind gerade am Polierstein, einer der letzten Schritte. Aber wir beginnen von Anfang an. Denn der Corrugado-Schmuck, also dieser gewellte, gestauchte Schmuck, entsteht wie alles erst einmal aus Silbergranulat. Und dieses Granulat wird eingeschmolzen und durch so eine Art Walze gejagt bzw. mit Muskelkraft gedreht, bis dann aus diesen Stangen, länglichen Silberdrahtstangen sozusagen, Bleche werden. Bleche, die ungefähr 1 bis 2 Millimeter dick sind maximal. Und diese Bleche werden dann wiederum zu solchen Röhrchen gebogen. Und das ist der Start von einem Ring, dass man das Röhrchen, also das Blech zu einem Röhrchen biegt in genau der Ringgröße, die man eben herstellen möchte. Zum Beispiel die Ringgröße 9. Und dann passt der Corrugado-Ring auf fast jeden Mittelfinger. Dann hat man dann dieses Röhrchen hergestellt, wird dann noch der Ringabschluss angelötet,
Das sind hier so Art Silberdrähte, die einfach vermeiden sollen, dass das Blech ist natürlich scharfkantig an den Kanten und sollte sich der Tragende oder die Tragende nicht verletzen. Und dann werden eben solche Abschlüsse noch angelötet. Ja, und dann hat man dieses Röhrchen und es sieht dann erstmal irgendwie nicht unbedingt noch nicht nach einem Schmuckstück aus. Und wenn dann das Röhrchen da ist, dann sehen wir hier mittig den Noe gerade in Action dabei, seinen Holzknüppel in die Hand zu nehmen. Und das Röhrchen hat er hier zwischen zwei Metallstangen gespannt, gelegt sozusagen. Und mit diesem Holzknüppel wird er jetzt mit ganz, ganz viel Muskelkraft von oben drauf schlagen und dabei dann tatsächlich dieses Silberröhrchen mechanisch stauchen, Stück für Stück. Und so kommt pro Stauchung eine Rille dazu und noch eine Rille dazu und noch eine Rille dazu. Und dadurch, verliert es eben an Höhe, es gewinnt an Struktur und gleichzeitig kann man daraus dann auch schließen, jeder Ring, der hier in dieser charaktervollen Werkstatt von den Velázquez-Brüdern hergestellt wird, ist ein absolutes Unikat. Denn zwar ist immer der gleiche Arbeitsablauf, aber niemals faltet sich ein Silberröhrchen auf die gleiche Art und Weise. Und natürlich kann man nicht nur Ringe herstellen, sondern auch Ohrstecker oder Kettenanhänger oder Armreife, wie ich euch vorhin gezeigt habe. Und nun ist noch das letzte Geheimnis, die Schwärzung von diesem besonderen Schmuck, was dem ganzen Schmuck so eine Sportlichkeit und trotzdem eine Eleganz verleiht. Und das ist im Endeffekt ein Tauchbad mit einer künstlich hervorgerufenen, schnelleren Oxidation. Und wenn dann dieses Schmuckstück, dieser anfänglich weiße Ring, in dieses Tauchbad gelegt wird und nach einer Zeit rausgenommen wird, dann ist er ganz dunkel. Und um ihn dann wieder heller zu bekommen, beziehungsweise eben an den Stellen, wie zum Beispiel am Rand und an den Oberflächen, wieder schön hell und glänzend zu bekommen, gehen wir zurück zum letzten Verarbeitungsschritt, nämlich dem Schleifstein. Und dort wird dann wirklich, also wie man es auch so gern sagt, dem Schmuckstück der letzte Schliff verliehen. Und dann ist er fertig, der schöne Corrugado-Ring, und wandert zu euch in Laden zum Beispiel. Und ihr seht hier jetzt nochmal den Noe, den Martin. Der Noe war der mit dem schelmischen Grinsen, hier mit der Army Cap. Und zuletzt hat der Martin uns einen lieben Gruß und ein Zitat geschickt. Es ist tatsächlich sehr aktuell, dieses Jahr Ende März, als wir den Kunsthandwerkern eben signalisiert haben oder ihnen einfach gezeigt haben, hey, trotz der ganzen Krise und der ganzen Unsicherheit, wir sind in der Fairhandelspartnerschaft mit euch verbunden und die heißt ganz arg wichtig, dass es eben vor allem in Krisenzeiten wir euch eben nicht im Stich lassen, sondern weiterhin eure starken Partner bleiben und die Brücke nach Deutschland schlagen für euch. Und da hat er sich dann bedankt und uns einfach den Satz geschickt, dass wir ein Unternehmen mit Herz sind und er sich für die Hilfe bedankt. Und er ganz überzeugt ist, dass wenn alle zusammenhalten, solidarisch und vereint, dann schaffen wir es weiter voranzugehen. Und er dankt einfach für jegliche Unterstützung, Vorauszahlung und vor allem für jeden weiteren Auftrag. Und wenn dann solche Worte von den Silberschmieden kommen, weiß man einfach wieder zu 100%, für wen man arbeitet, warum man manchmal vielleicht sich ganz viele Beine ausreißt und Stunden investiert und Mühe investiert, aber man tut es für die richtigen Personen. Und das ist ganz arg schön, da einfach mit den Kunsthandwerkern so eng im Kontakt zu sein. Und das ist auch das, was wir einfach meinen mit, hey, Beziehungen pflegen, Dialog auf Augenhöhe und dann kann da was wachsen. Und die Kunsthandwerker können in ihrer Schmiedekunst, in ihrer Spezialisierung unterstützt werden und vor allem Wertschätzung als Mensch erfahren. Das ist für uns das Allerwichtigste.
Damit es ausgeglichen ist, möchte ich euch auch noch eine total lustige und aufgeweckte und liebenswürdige Dame vorstellen, nämlich die Lucy. Das ist jetzt ein Bild, aufgenommen von ihr auf dem Tiangis. Das ist eben dieser Silberhandwerksmarkt, der jeden Samstag normalerweise in Taskow stattfindet. Und die Lucy, von ihr kennt ihr ganz sicherlich die Schmuckstücke. Und zwar ist sie spezialisiert auf diese feine Aussägetechnik, die Kalar heißt. Und hat zum Beispiel diese wunderschönen Ohrstecker mit dem Pakilia-Logo oder eben dem aufgehenden Sonnenaufgang über dem Meer gemacht und noch ein paar andere. Und ihre Geschichte, wie sie im Endeffekt den José kennengelernt hat, mit dem sie zusammen diese Schmuckstücke herstellt, ist tatsächlich eine wirklich ganz lustige. Denn also Lucy, müsst ihr wissen, sie ist eine sehr aufgeweckte Frau, die wirklich, die kommt in den Raum rein und sie ist da und präsent und erzählt gern Geschichten und lacht gern herzlich und nimmt dich als Gegenüber wahr und hat aber einfach so, ja, ihre Meinung, ihre Position und das macht Freude, mit ihr zu sprechen. Als ich ihr da begegnet bin, vor einem guten Jahr, war es wirklich, also ich saß mit ihr auf der Terrasse und wir haben uns echt eine Weile unterhalten und ich war ganz, ganz fasziniert von ihr, was sie so erzählt hat und von ihrer Ausstrahlung. Und sie hat eben eines Tages einfach, ja, Unterstützung gebraucht bei genau dieser speziellen Aussägetechnik, die sie da verfolgt und auf die sie sich spezialisiert hat und kam ins Gespräch mit einem Herrn, der auf der Straße war. Und der José ist jetzt mittlerweile seit 20 Jahren ihr treuer Mitarbeiter und hilft ihr bei genau dieser aufwendigen Kalar-Technik, wunderschöne und ganz spezielle Silberschmuckstücke herzustellen. Und wir haben euch hier in einer kleinen Collage versucht, sozusagen Schritt für Schritt zu zeigen, wie das Ganze denn funktioniert. Alles beginnt im Endeffekt mit einer Silberplatte. Und auf diese Silberplatte sehen wir hier mittig links, wird das Muster aufgelegt. Mal auf Papier aufgezeichnet oder auch eben so mit Kuli aufgezeichnet, dass man weiß, ah, okay, hier ist der Kreis, das ist sozusagen der Umfang vom Ohrstecker, wie es sein soll. Und hier ist das Muster. Und das Muster muss eben ausgesägt werden und dazu wird das Plättchen angebohrt. Und man sieht hier, ist ein bisschen ein größerer Punkt. Und da wurde es angebohrt und wurde ein Draht durchgefädelt, der dann oben und unten eingespannt wird. Und dann wird wirklich wie, ja, wie an der Laubsäge eben Stück für Stück wird dann hier dieser Halbkreis ausgesägt. Und dann setzt man nochmal neu an und sägt die kleine Spirale innen aus. Und dann setzt man ein drittes Mal an und sägt die Welle aus. Also hier seht ihr es auch sozusagen im Arbeitsschritt. Hier wurde schon die Welle ausgesägt und die Spirale. Und nun fehlt noch der Horizont. Und wenn das dann passiert ist, dann wird nochmal einmal drumherum die Kontur ausgesägt, beziehungsweise mal grob ausgeschnitten. Und dann hat man einfach Rohlinge, ne? Die haben Kanten und Ecken und man kann sich überall noch stupfen und schneiden. Und diese Rohlinge werden dann gebogen, um eine kleine, schöne, feine Biegung zu haben. Und werden dann, wie wir hier im unteren Bereich sehen, auf eine glatte Silberplatte aufgelötet, sodass sie einen Untergrund haben. Denn ihr seht hier, man kann auch durchgucken, man sieht noch das Holz durch und hier unten, links unten im Bild, ist es schon geschlossen. Da wurde also eine Silberplatte drunter gelötet und die wird auch dann zum Beispiel der Ohrsteckerstab hinten angelötet oder eben die Öse vom Kettenanhänger angelötet. Und das Ganze
ist noch nicht ganz fertig in dem Moment, sondern es wird dann noch getaucht, so wie wir es auch von der Corrugado-Technik kennen, in so für eine natürliche Oxidation oder eine künstliche Oxidation, die halt schneller geht und dunkler wird, wird es getaucht und dann sind eben die Vertiefungen ganz dunkel und die Oberfläche wird nochmal abpoliert. Und dann haben wir am Ende solche wunderschönen und besonderen Ohrstecker, die eine matte, helle Oberfläche haben und in den Vertiefungen geschwärzt sind. Und das Ganze mit reiner Handarbeit, einem absolut ruhigen Finger sozusagen und ganz, ganz arg viel Liebe zum Detail und einer Engelsgeduld. Und das ist eine sehr, sehr aufwendige und spezielle Technik, die eben die Lucy beherrscht und dann ihr Pendant im José gefunden hat und seit 20 Jahren echt ein super Team mit ihm ist. Und wir sehen hier jetzt nochmal ein anderes Beispiel, auch ein Schmuckstück, was wir bei uns im Sortiment haben. Das ist der Ohrstecker Espiral. Der hat noch eine schwarze Färbung und ist auf Hochglanz poliert. Und da sehen wir hier nochmal den Start von der Technik. Also es gibt die Schablone und das Silberblech. Selbe Silberblech, was auch bei den Ringen verwendet wird von den Velázquez-Brüdern. Und hier wird eben das Muster der Schablone übertragen. Das Blech wird angebohrt und dann das Muster ausgesägt. Und dann kann man sich noch entscheiden, ob man eben ein Schmuckstück nimmt, was nur durch die Oxidation gedunkelt wird. Oder ob man eben Kunstharz nimmt und damit das Unterlegblättchen bemalt und dann eben diesen ausgesägten Teil auflötet und das Ganze schön zusammenbringt durch die Lötnaht und am Ende nochmal schön poliert. Und dann hat man eben hier zwei Varianten, entweder gefüllt mit dunklem Kunstharz oder eben, so wie vorhin gesehen, gedunkelt. Die Lucy ist einfach, wie gesagt, eine wirkliche Powerfrau, die echt so richtig Charakter hat und eine ganz herzliche und warme Persönlichkeit, ist aber auch einfach so ein tolles Beispiel für eine Mexikanerin, die sich ja irgendwie echt ziemlich erfolgreich alleine durchgeschlagen hat und es geschafft hat, ihre kleine Werkstatt groß zu machen und tatsächlich mit dem Geld, was sie dadurch verdienen konnte, zum einen sich und ihren Kindern einfach eine finanzielle Absicherung ermöglichen konnte und gleichzeitig, worauf sie ganz, ganz arg stolz ist, die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren. Und ihr Sohn ist jetzt mittlerweile in Mexiko-Stadt erfolgreicher Arzt oder arbeitet im Gesundheitswesen, ist ein Medico geworden und das war für sie eines der tollsten Dinge, die sie wirklich oft erwähnt hat und ganz, ganz arg stolz ist, dass das geklappt hat und das Ganze einfach mit Fleiß, mit ganz viel Mut, mit Zielstrebigkeit und glaube auch ganz wichtig, dem richtigen und wichtigen Fünkchen Humor bei der ganzen Sache. Und ja, sie hat uns einfach auch noch ein Zitat dagelassen und meint, dass einfach durch die regelmäßigen Einkäufe von Paquilia, durch diese Fairtrade-Partnerschaft und die verlässliche Partnerschaft, konnte ihr bei Ausbleiben der Nachfrage vor Ort, eben wenn mal nicht so viele Touristen in Taxco sind, wenn nicht so viele Käufer kommen oder wenn so eine große Krise wie Wirtschaftskrise oder jetzt die Pandemie stattfindet, dass ihr dann vor Ort einfach, ja, unsere regelmäßigen und sicheren Käufe zu wirtschaftlicher Stabilität verholfen haben und sie so einfach ihr kleines Geschäft entwickeln konnte und damit einfach echt garantieren konnte, dass ihre Kinder eine Ausbildung bekommen und die finanziert wird und keine Schulden gemacht werden oder gar die Ausbildung abgebrochen wird und die Bildung aufgrund von finanziellem Missstand leiden muss, wie es so oft leider ist. Und da freuen wir uns mit der Lucy und sind da auch ganz arg stolz, dass wir sie dabei unterstützen konnten und sehen einfach, ja, mal wieder so eine Erfolgsgeschichte von dieser lustigen, quirligen Frau dort in Taxco, in diesem Silberstädtchen. Und so gibt es noch viele, viele mehr, die natürlich auch
unterstützungswürdig sind aufgrund ihrer speziellen Handwerkstechnik, die sie beherrschen, aufgrund ihrer persönlichen Geschichte, aufgrund von einfach Notlagen, in die sie geraten. Und darauf freuen wir uns auch, einfach auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, die kommen, und die vielen, vielen weiteren Kunsthandwerkerfamilien, die wir hoffentlich in unseren Pakilia-Kreis aufnehmen können und unterstützen können und ihnen einfach so über den fairen Handel ermöglichen können, ihre Lebensumstände zu verbessern und einfach ja, als Mensch und Person und in ihrer Arbeit wertgeschätzt zu werden. Und nun zum Abschluss, der dritte in der Runde, wäre der Eliud, den ich euch gerne noch vorstellen möchte. Eine kleine Zwischenfragerunde. Habt ihr kurz schon eine Frage oder soll ich einfach weiter drauf losplappern? Ja, ich hätte schon eine Frage. Hört ihr mich? Gerne. Ja, wir hören dich gut. Ja, mir ist aufgefallen, dass manche oder eine Kundin hat das nicht genommen, weil da kein Silberstempel drauf war. Zum Beispiel bei den Ohrringen hat die geguckt gehabt. Mhm. Und dann war auch noch ein Anhänger dran. Und vorhin war hier ein Bild von einem Ring, da war aber ein Stempel drin. Ja. Wird das nicht gestempelt oder aus welchen Gründen? Das ist eine total super Frage. Gisela, du bist es, die gerade fragt. Ja, genau. Genau. Also, klasse Frage. Es ist an sich eigentlich die Pflicht von den Kunsthandwerkern und auch Wollen sozusagen, dass das Silber, was ja alles Sterling-Silber ist, 925 Sterling-Silber, das zu punzieren, also zu versiegeln, zu stempeln, damit es eben, sobald dieses Schmuckstück aus der Werkstatt rausgeht, auch wirklich für alle ersichtlich und garantiert ist, dass es Silber ist. Und zusätzlich auch noch, wenn das Schmuckstücke eben sind, die für Pakilia produziert werden oder hergestellt werden, kommt auch noch der Pakilia-Stempel mit rein. Jetzt ist es so, dass es ein paar ganz, ganz filigrane Schmuckstücke gibt, die entweder aus so ganz, ganz dünnen Silberblechen hergestellt werden und dadurch halt super filigran und leicht sind, oder gar zum Beispiel klein und kugelrund sind, wie wir jetzt gleich beim Eliud so ein paar Schmuckstücke sehen, bei denen es einfach aus der Technik her oder aus technischen Gründen nicht umsetzbar ist, da einen Stempel reinzumachen. Bei Armketten zum Beispiel oder anderen Ketten kann man sich immer super behelfen, indem man kurz hinterm Karabiner wie so ein kleines Blättchen anhängt. Und da ist dann immer die Punzierung mit drauf als Garantie für alle anderen Silberkügelchen, die zum Beispiel dranhängen. Aber wenn man jetzt einen ganz feinen, kleinen Mini-Ohrstecker hat, dann ist es einfach nicht möglich, da diesen Stempel aufzudrücken. Und da muss dann einfach aus technischen Gründen verzichtet werden. Wir garantieren aber als Pakilia und eben für unsere Silberschmiede, die wir eben alle so persönlich und direkt kennen, absolut dafür, dass das alles reines Sterling-Silber ist. Haben da auch, also falls ihr da Interesse habt und es vielleicht braucht für euren Laden, haben auch die Möglichkeit, da euch ein Zertifikat sozusagen auszustellen, was ihr euren Kunden zeigen könntet, wo wir einfach als Unternehmen dafür Verantwortung übernehmen. Und wir führen auch immer regelmäßig unabhängige Tests durch, nicht wegen Misstrauen von gegenüber unseren Kunsthandwerkern, aber einfach, wie man so schön sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und da ist uns bisher auch kein silberfremdes Material untergekommen. Also es ist wirklich garantiertes Sterling-Silber. Ja, das ist gut zu wissen, das kann man demnächst dann den Kundinnen sagen. Ganz Weil genau. Ich hatte den Eindruck, die wollte es dann deswegen nicht kaufen oder so. Ja, aber okay. damit ich mal das weiß und dann kann man das so weitergeben. Okay. Auf jeden Fall. Also ihr könnt da ganz selbstbewusst hinstehen, weil ich euch das jetzt wirklich versichere und ihr zum anderen auch eine ganz plausible Erklärung auch habt, warum einfach aufgrund mancher ganz filigranen Designs. Und wenn es hart auf hart kommt, dann können wir gerne ein Zertifikat ausstellen. Das ist gar kein Problem. Gut, danke. Genau, sehr gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann würden wir zum dritten in die Runde starten. Alle guten Dinge sind drei. Ich möchte euch heute noch den Eliud vorstellen und mit ihm dann auch schon den Blick in die Werkstatt in Tasco beenden. Der Eliud ist auch ein ganz besonderer Kunsthandwerker, mit dem wir schon wirklich
einige Jahre zusammenarbeiten. Das ist der Mann mit Brille hier in der Mitte, der ganz stolz und glücklich in die Kamera lächelt, zusammen mit der Melli und der Julia, einer der Gründerinnen von Pakilia. Und der Eliud ist so ein Beispiel für einen Kunsthandwerker, der es geschafft hat, aus seiner kleinen Garagenwerkstatt und seinem Ein-Mann-Unternehmen was Größeres zu machen. Und es ist auch ein Kunsthandwerker, der seine Silberschmiedetechnik hat, das Handwerk wirklich beherrscht wie kein anderer und sehr, sehr stolz darauf ist und großen Wert darauf legt, dass alles sehr präzise, sehr exakt, sehr schön gemacht ist und man da wirklich die beste Qualität aus seiner Werkstatt kommt. Das ist so sein Anspruch zu seiner Arbeit, seine Haltung zu seiner Arbeit und sowas finden wir sehr, sehr faszinierend und natürlich absolut unterstützenswert, allein einfach für dieses Handwerk, für dieses Silberschmiedekunsthandwerk, um da eben genau seine Technik und auch so seine Motivation und seine Moral zur Arbeit da irgendwie zu erhalten und zu unterstützen und ihn da zu bestärken. Und auch er, ich habe gesagt, er hat sich professionalisiert, er hat aus einem kleinen Ein-Mann-nur-er-arbeitet-Betrieb hat er was Größeres gemacht. Er hat mittlerweile 5 Mitarbeiter, die er beschäftigt. Und trotzdem seht ihr auf den Bildern, schaut es alles recht bodenständig aus oder recht einfach, kann man so sagen. Es ist weiterhin Tasco, es sind die kleinen Garagenwerkstätten hinterm Haus oder irgendwo auf dem Dach obendrauf. Es ist weiterhin sehr einfach und trotzdem faszinierend oder vielleicht genau deswegen umso faszinierender, was für wunderschöne Schmuckstücke daraus entstehen können. Und ich möchte euch jetzt einfach mit reinnehmen, das Herstellungsverfahren von diesen faszinierenden Kugelketten, die wir auch zuhauf in unserem Sortiment haben und die ihr euren Kunden anbieten könnt. Und wir beginnen oben links. Da sehen wir einen Art Bunsenbrenner. Ihr seht hier einen Bunsenbrenner und eine Tonschale. Und innen drin leuchtet ganz, ganz heiß das Silbergranulat, was geschmolzen wird. Und was, wie ich euch vorhin auch schon beschrieben habe, im Endeffekt zu solchen länglichen Stiften oder dicken, runden Dingern sozusagen gegossen wird und ausgekühlt wird. Und wenn dann so ein Silberstück entstanden ist, zusammengeschmolzen wurde, aus dem Granulat abgekühlt ist und so entstanden ist, dann kommt es in die Walze rein. Und diese Walze ist zwar ein technisches Gerät, es ist eine Maschine, aber sie sieht tatsächlich aus wie vorm Krieg, so ungefähr. Also sehr, sehr betagt und von der Mechanik halt einfach manuell betrieben. Ihr seht hier oben einen Hebel und den Eliud mit Handschuhen. Und der ist dabei, diese Silberstücke zu einem dünnen, feinen, langen Blech zu walzen. Und dieses Blech wird dann in eine Stanzmaschine sozusagen eingespannt. Es funktioniert ähnlich wie eine Nähmaschine, würde ich jetzt mal sagen. Man hat nämlich einen Fußantrieb. Jedes Mal, wenn man drauf drückt, kommt hier dieser Stanzer runter und stanzt eine Silberhalbkugel aus. Die sehen dann so aus. Und diese ausgestanzten Silberhalbkugeln, die werden in größter Präzision und Geduld, wie auf so einem, ich sage immer gern Muffinblech, nur in Mini, werden sie aufgereiht, hingelegt. Sind so kleine Kugeln in diesem Blech drin. Übrigens auch eine interessante Entdeckung, die ich gemacht habe oder die mir ziemlich viele Augen geöffnet hat, als ich dort wirklich mal präsent in dieser Silberschmiedewerkstatt war. All diese Arbeitsvorrichtungen, die die Kunsthandwerker so haben, um zum Beispiel eben die Silberkugelkette herzustellen, eben dieses, ich nenne sie ja Muffinblech, oder auch noch andere Vorrichtungen, wo man irgendwie geschickt den einen Arbeitsschritt, ein
Teil vom Schmuckstück platzieren kann, fixieren kann, um dann mit einer ruhigen Hand und einer Pinzette das andere mini-kleine Millimeterstückchen anzulöten. All diese Hilfsmittel, diese Ständer oder Apparaturen sind zu großen Teilen selbst gebastelt, selbst gemacht. Also das sind einfach auch noch zusätzlich neben diesem künstlerischen Aspekt haben die Kunsthandwerker einfach auch noch so einen richtigen Tüftlergeist in sich und sind einfach so richtige geschickte Leute, würde man bei uns in Süddeutschland sagen, die einfach gut arbeiten können mit ihren Händen und sich einfach genau das so hinbasteln, wie sie es eben brauchen, um dann einfach ihre Arbeit gut, schnell und präzise erledigen zu können. Und das fand ich einfach super faszinierend und auch echt amüsant, was sie für abenteuerliche Konstruktionen haben, um eben mit ruhiger Hand an den unmöglichen Stellen von einem Schmuckstück noch irgendwas anzulöten oder festzuklopfen oder zu polieren. Also ganz arg faszinierend, ja. Und zurück zu den Halbkugeln. Die werden mit, man nennt es so eine Art Lötflüssigkeit, die im Endeffekt hilft, dass wenn die Schmuckstücke dann im nächsten Schritt die einzelnen Silberhalbkugeln aneinander gelötet werden, damit die Naht eben gut verlötet wird, gut miteinander verschmilzt, gibt es hier so eine Flüssigkeit, in die diese Halbkugeln getaucht werden, damit genau an der Lötstelle eben der Schmelzpunkt niedriger ist und nicht das ganze Kügelchen zusammenschmilzt und dann wieder ein Silbergranulat entsteht, sondern das wirklich nur an der Lötnaht es ganz schnell heiß wird und da die beiden Halbkugeln verschmelzen und somit eine Kugel entsteht. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt, beziehungsweise so erklärt, dass ihr es verstehen könnt, was ich meine. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Geduldsprobe. Ihr seht auch hier dieses feine Besteck. Es schaut aus wie beim Zahnarzt. Wird da wirklich Millimeterarbeit geleistet und jede Kugel einzeln. Und das machen die Mitarbeiter vom Eliud mit eben der höchsten Geduld und Fingerspitzengefühl. Und wenn das dann erfolgreich vonstatten gegangen ist, dieser nächste Verarbeitungsschritt, dann haben wir hier diese feinen Kügelchen, alle noch ein bisschen Schäpps und nicht ganz rund und jeder hat so ihre kleine Charakterstelle und ihre kleine Beule irgendwo und die werden dann natürlich am Polierstein, am Schleifstein nochmal perfekt rund gemacht. Wir sehen hier den Mitarbeiter vom Eliud, der eben diese Kugeln auf einem Silberdraht aufgefädelt hat, um sie, und das sieht man jetzt hier im Hintergrund ein bisschen, an der Schleifmaschine eben perfekt rund und glänzend zu schleifen. Und dann, danach, wenn die Kugeln dann eben in der richtigen Qualität einfach dann da liegen, werden sie in feiner Maßarbeit, wir sehen hier auch das Lineal und eben die ganzen kleinen Zangen und so weiter, werden sie dann aufgefädelt auf eine handgeschmiedete Gliederkette auch. Und auf dieser Kette sind dann die Kugeln eben beweglich. Und das Angenehme und Tolle an diesen Schmuckstücken ist, dass es eben Hohlkugeln sind. Also sie entstehen ja aus diesem Blech, werden sie gestanzt. Die Halbkugeln werden dann aufeinander gelötet und innen drin ist ein Hohlraum. Und dadurch, egal wie groß und opulent und strahlend und schön die Kette aussieht, es ist trotzdem ein leichtes Schmuckstück, weil eben auch sozusagen ganz viel Luft noch mit drin ist. Sehr viel Silber, aber eben wären diese Kugeln massiv, dann hätte man wahrscheinlich nach ein paar Stunden dieses Collier tragen ganz schön Nackenschmerzen. Ja, und das sieht dann am Ende, wenn es fertig ist und an einem schönen Dekolleté strahlen kann, zu einem tollen Anlass oder auch einfach im Alltag, hier die schöne Armkette, schaut ganz, ganz schön aus und ist was ganz Besonderes. Ich denke jetzt vor allem auch, wenn man eben weiß, wie viel Arbeitsschritte und wie viel Fingerspitzengefühl und wie viel Geduld da drin steckt. Und diese Bolitas de Plata Kette, also diese Silberkugelkette, haben wir eben ja auch in drei verschiedenen
Größen im Sortiment vom Eliud und wir freuen uns da ganz arg, dass wir da seine Arbeit so unterstützen können. Der Eliud macht auch noch andere Schmuckstücke, wie zum Beispiel den Gernalda-Armreif, das ist dieser schöne Armreif mit den Rankenmustern, macht aber auch ganz einfache Kettenanhänger. Also er kann im Endeffekt fast alles und macht alles mit dem gleichen Anspruch an sein Handwerk und an das Produkt. Also er hat wirklich alles eine ganz tolle Qualität und das ist wirklich faszinierend, wenn man da mit ihm in Kontakt ist und in seiner Werkstatt steht und ihm da über die Schulter guckt, da bleibt einem manchmal echt die Spucke weg. Und das alles trotz den ganz einfachen Hilfsmitteln. Und auch der Eliud hat uns eine Nachricht hinterlassen, einen kleinen Gruß geschickt und was für mich ganz arg schön oder beeindruckend ist oder was mich einfach auch bestärkt in meiner Arbeit bei Pakilia und für die Kunsthandwerker ist, dass es eben für ihn der Aspekt, mit uns zusammenzuarbeiten, nämlich folgender ist, dass er eben durch den fairen Handel und die Zusammenarbeit ganz viel Wertschätzung für seine Arbeit erfahren hat. Und das nennt er an erster Stelle, dass er wirklich dieses, hey, wir schätzen dich als Person und die Arbeit, die du tust mit dieser Präzision und Genauigkeit und Liebe zum Detail, die schätzen wir wirklich wert. Und das bedeutet ihm was. Und das finde ich ganz arg schön zu sehen, dass es eben ja nicht nur unser Anspruch ist, sondern auch wirklich gewollt wird und auch ja, gebraucht und gefragt wird von den Kunsthandwerkern, dass sie da Wertschätzung erfahren. Und im zweiten Punkt sagt er, dass die fairen Preise, die er eben durch die Zusammenarbeit mit uns auch bezahlt bekommt, in faire Löhne an seine Arbeiter weitergibt. Also da sieht man auch einfach schon, dass die Fairhandelskette funktioniert und dass eben einzelne Kunsthandwerker damit, wenn sie eben diesen ehrenvollen Anspruch an ihre Arbeit haben, damit echt was Tolles aufbauen können und der faire Handel echt weite Kreise zieht. So wie wenn eben ein Stein ins Wasser fällt, dann zieht es weite Kreise. Und das sieht man am Beispiel vom Eliud unter anderem ganz gut und finde ich immer wieder bewegend, wenn ich darüber nachdenke und das berichten darf. Jetzt, bevor wir zurück nach Deutschland reisen, es geht ja im Flugzeug immer ganz schnell und bei einem Vortrag auch, möchte ich euch nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und vielleicht auch einfach Anmerkungen zu machen, dass ihr auch nochmal zu Wort kommen könnt. Ja, dann sage ich vielleicht was dazu. Annette? Ja, gerne, Annette. Wir vertreiben ja jetzt auch im Weltladen den Silberschmuck und am Anfang war das eher schleppend, also weil ich glaube, die Leute gar nicht irgendwie im Fokus haben, dass man im Weltladen Schmuck kaufen kann, aber es hat sich jetzt doch so ein bisschen etabliert. Und ich muss jetzt sagen, also durch Corona hat der Verkauf im Kunsthandwerk ist erstmal total eingebrochen, also wir mussten ja etliche Wochen schließen und dann eigentlich quasi nur Lebensmittel verkauft, aber es hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten dann doch wieder angezogen und jetzt hatten wir quasi fast alles verkauft und mussten jetzt heute bei der Meli neu einkaufen. So war es aber auch. Ne? Und jetzt muss ich wirklich sagen, unsere Kundinnen, die schätzen halt auch wirklich diese Einzigartigkeit der Schmuckstücke und also ich versuche auch immer unsere Mitarbeiterinnen so ein bisschen zu informieren, wie aufwendig die Herstellung ist. Die Melli informiert uns ja da auch immer drüber, also auch gerade bei diesen Kugelketten, mit diesen, dass innen drin noch eine handgeschmiedete Kette ist oder der Corrugado-Schmuck. Also und dann sind die auch wirklich beeindruckt. Ne? Also das kommt schon gut an. Also wir verkaufen jetzt keine Unmengen, aber es ist doch so ein kleines Standbein geworden. Ja. Das ist vor allem ganz, ganz arg wertvoll, wirklich für die Silberschmiede in Mexiko. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr, also es ist wunderschön zu sehen, dass ihr so mittlerweile einfach, Melli besser kennengelernt habt und sowohl ihr irgendwie an Pakilia herangewachsen seid, aber auch eure Kunden die Wertschätzung dafür gefunden haben, für diesen besonderen und einzigartigen Schmuck. Das ist ja auch das Schöne, dass durch die Handarbeit eigentlich jedes Schmuckstück echt ein Unikat ist. Und was ich einfach hofft, was ihr jetzt aus dem
Ja, aus dem Online-Seminar, aus diesem Blick dieser Reise nach Mexiko, diesen Blick in die Werkstatt rein mitnehmen könnt, in euren Alltag dort im Weltladen, im Verkauf, im Gespräch mit den Kunden, dass tatsächlich jedes verkaufte Ohrsteckerpärchen einen relevanten Unterschied macht in Mexiko. Es hört sich vielleicht hochstaplerisch an, aber ich kann euch garantieren, es ist exakt so und nicht übertrieben. Denn wenn man sich den Währungskurs und so weiter anschaut, ist es wirklich schon so, dass 2 Euro in Mexiko eigentlich 2 Mittagessen bedeutet. Und wenn man sich da überlegt, wie viel ja bei einem Ohrsteckerpärchen gezahlt wird, was vielleicht auch nicht mal 30 € kostet, aber das hochgerechnet, kommt ja wirklich direkt und mit überproportional guten Preisen eben bei den Kunsthandwerkern an. Und was sie davon einfach sich an finanzieller Sicherheit ermöglichen können, an Reinvestitionen und eben wie die Lucy zum Beispiel direkt in ihre Kinder und in ihr Geschäft investieren kann, das ist wirklich enorm. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ihr dürft da ganz, ganz arg stolz auf euch sein und die Kunden wirklich ermutigen und bestärken, dass sie kleine Heldentaten tun mit jedem Geschenk, was sie kaufen. Das ist wirklich nicht übertrieben. Und ich finde auch wirklich diesen persönlichen Kontakt. Ich meine, ich habe kein Problem, jetzt im Internet zu bestellen, aber wenn die Melli jetzt in der Ecke ist, was meistens dann irgendwie spontan immer zufällig klappt, dann ist es halt auch immer schön, wenn man sich das wirklich alles mal wieder in echt angucken kann, also jedes Teil und dann halt auswählt, ne? Also man Ja. muss ja leider immer auswählen, aber. Ja, das stimmt. Genau, aber was jetzt noch ein bisschen für mich das Problem ist, und zwar habt ihr ja auch immer die schönen Kärtchen dabei von den ProduzentInnen. Ja. Und also ich versuche auch meine MitarbeiterInnen immer zu informieren, bitte gebt die Kärtchen raus, habt die extra auch sortiert, schreibt drauf, welche Produktgruppe das ist, dass sie quasi nur noch die Nummer angucken müssen, die 016 davor, und dann wissen sie, aha, das ist das oder das. Aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht, klappt es dann doch nicht so, das wird dann vergessen oder ich weiß es nicht. Also da müssen wir irgendwie noch einen Weg finden. Ich schreibe dann Infos, ne? Im Moment haben wir leider ja kein Ladentreffen, dann erwähne ich das dann natürlich auch. Dann schreiben wir auch mal Informationen rum. Ich habe dann da in der Schublade selbst auch eine Information, aber irgendwie geht es halt dann doch immer unter dann im Verkauf, ne? Ja, absolut. Ja, also es ist natürlich wäre es das Nonplusultra, wenn wirklich auch jede Weltladenkundin oder jeder Weltladenkunde den Schmuckstück dann kaufen, auch wirklich eben mit dem Fotokärtchen dann auch selber die Geschichte lesen und erfahren können, wo denn das Schmuckstück herkommt, aus wessen Werkstatt. Und gleichzeitig, ja, ist es natürlich auch in der Alltagspraxis, verstehen wir auch sehr gut, nicht immer ganz umsetzbar. Ich denke, was vielleicht ja, den Druck rausnehmen kann oder beruhigen kann, ist, dass heutzutage und jetzt glaube ich auch nach diesem letzten halben Jahr, was wir deutschlandweit oder weltweit erlebt haben, die Leute noch mal mehr digitalisiert sind und zumindest auf dem Etui lesen können, ah, es ist von Pakilia, okay. Und dann das googeln und dann tatsächlich auf unsere Website kommen und da dann ganz schnell zu den Kunsthandwerkern geleitet werden und wenn sie denn das Interesse haben und wollen, auf jeden Fall rausfinden können, von wem das Schmuckstück kommt, aus wessen Werkstatt. Und gleichzeitig können wir auch gern einfach nochmal ja, überlegen, wie wir es für euch nochmal besser und einfacher machen können, dass es im Laden nochmal besser umsetzbar ist, dass auch wirklich jeder Mitarbeiter dann auch ein Fotokärtchen mitgibt. Also was ich jetzt zum Beispiel auch schön fände, wenn jetzt so ein Vortrag oder so ein kleines PowerPoint, wie du jetzt gemacht hast, ne, mal so über 3 ProduzentInnen, Ja. wenn wir sowas haben können, dass wir bei Ladentreffen das dann einfach abspielen, ne, weil manche wollen halt, lesen halt einfach nichts durch oder ne, das ist einfach so, man reicht nicht alle. Klar, zum Ladentreffen kommen auch nicht alle, aber wenn dann mal so ein Filmchen als kleiner Input kommt, könnte ich mir Ja. vorstellen, dass das auch schon was bringt, wenn die das auch mit eigenen Augen sehen, diese Produktionsschritte, ne? Wie Ja. aufwendig das ist, in welchen wirklich einfachen Werkstätten solche tollen Sachen da entstehen und dass man nicht die super Werkstatt braucht oder immer wie bei uns in Deutschland alles perfekt sein muss, ne? Ja, absolut. Ja. Ja, das wäre vielleicht auch mal noch eine Idee, dass wenn ihr so kleine
PowerPoints oder so kleine YouTube-Filmchen. Ich weiß, YouTube habt ihr ja, ne? Aber wenn ihr Ja. sowas quasi als Verkäufer zur Verfügung hättet, dass man das einfach nutzen kann an solchen Ladentreffen oder, ne? Ja, Oder was vielleicht per E-Mail dann weiterschickt an die unsere Mitarbeiterinnen und sich das dann anschauen können oder sowas, ne, wenn die sowas nutzen. genau. Nee, das ist eine ganz tolle Anregung. Also da auf jeden Fall werde ich mir vermerken und mit reinnehmen ins Teamgespräch. Und genau, kann euch da auch dann gerne informieren, sobald wir da eine gute Idee gefunden haben oder Möglichkeiten oder gar eben vielleicht auch diese Schulung hier dann euch zusenden, dass ihr die dann auch noch mal im Ladentreffen rum Ja. mal abspielen könnt zum Das Beispiel. muss ja jetzt auch nichts Langes sein, so mal 10 Minuten, ne? Das reicht ja eigentlich völlig aus. Absolut, Da kann ja. man doch ein bisschen selber was drum sprechen, wie man das, wo man das dann liegen hat, dass man sagt, das ist in der und der Schublade und das habe ich sortiert. Ne? Dass man das dann Genau. so, ja, also ein bisschen so als, ist ja auch immer schön, wenn man dann sowas hat, so als. Ja, so ein einfach so ein Nachschlagewerk und ein Ja. Wissensmanagement voll. Ja, Genau. absolut. Doch, tolle Ideen. Vielen Dank. Die sind alle notiert. Ja, sehr schön. Klasse, vielen Wunderbar. Dank, Annette. Ja. Gibt es in der Runde noch weitere Fragen, Anmerkungen, bevor wir wirklich wieder zurück nach Deutschland gehen? Ich habe noch eine ganz kurze Frage, ist Gisela. Ja, Habt Gisela. ihr Spanisch mit ihnen gesprochen dann auch? Ja, also du meinst mit den Ja, Silberschmuck. weil oder Englisch, weil wie habt ihr euch Nee. verständigt? Ja, genau. Also ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man fließend oder zumindest recht gut Spanisch spricht, um mit den Kunsthandwerkern in Kontakt zu treten. Denn die meisten haben nicht das Glück gehabt, wie wir, so eine tolle Schulbildung zu haben, in der man garantiert gutes Englisch lernt, sondern die allermeisten beherrschen eben Spanisch und viele von ihnen auch interessant noch eine indigene Sprache, die meisten Nahuatl, das ist die Sprache der Azteken. Die wiederum beherrschen wir nicht, von daher einigen wir uns dann meistens auf das Spanisch Ja, aber und gut, dass ihr das kommunizieren so könnt. miteinander. Ja, ist ja Genau. schön. Doch, Doch, doch. und wir haben es alle im Studium gelernt. Julia lebt ja auch dort in Mexiko, von daher ist sie auf jeden Fall die fitteste im Spanisch-Mexikanisch. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist doch schön. Genau. Doch, das klappt so ganz gut. Ich glaube, das ist auch eines der Schlüssel, ja, der Schlüsselaspekte immer, dass man wirklich, um den Dialog auf Augenhöhe überhaupt führen Genau. zu können, muss man sich auch einwandfrei verständigen können. Ja, doch, das ist wichtig. Genau. Okay, dann vielen Dank. Sehr gerne. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann genau, wandere ich einfach nochmal weiter, beziehungsweise zum Schluss der Präsentation einfach nochmal sozusagen der Beweis oder die Erinnerung oder die Ermutigung an euch. Fairer Handel wirkt. Kommuniziert das gerne mit genauso viel Nachdruck und echter, ehrlicher Überzeugung und Begeisterung an eure Kunden. Und ja, ihr, die ihr jetzt hier anwesend wart, heute habt ihr sozusagen etwas noch Tolleres als unseren virtuellen Messestand bekommen, nämlich einen ganz persönlichen Besuch von der Melli bei euch im Laden. Falls ihr doch auch Kontakt noch zu anderen Weltläden aus der Umgebung habt, in eurem Bekanntenkreis oder so weiter, dann dürft ihr sie sehr, sehr gerne auch dazu einladen und ermuntern, dass sie bei den Online-Fachtagen, bei der Online-Messe vorbeischauen und eben auch am Pakilia-Messestand vorbeischauen, dass sie, wenn sie uns noch nicht kennen, gerne uns kennenlernen dürfen mit, zum Beispiel hier unten kann man einen persönlichen Termin ausmachen. Oder uns einfach anrufen oder anschreiben per Skype oder WhatsApp. Gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten oder den Live-Chat, den ihr ja heute auch genutzt habt. Da freuen wir uns über Besucher. Die nächsten 4 Wochen bis zum 11. Oktober ist ja die Messe offen. Auch was Tolles, wenn es online ist, ne? Dann kann man das über 4 Wochen machen. Und genau, also dürft da gerne selber auch noch vorbeigucken und vielleicht habt ihr auch Lust, bei einem der nächsten Webinare, Online-Seminare hier nochmal teilzunehmen. Dürft ihr Ich das bin ja auch? auch die Koordinatorin der Regionaltreffen des nördlichen Rheinland-Pfalz, so heißt es so schön vornehm. Ah, cool. Vielleicht könnten wir da ja auch mal kooperieren in Sachen irgendwie. Input für uns für das Treffen. Also das nächste Treffen findet, ist jetzt halt nur ein reiner Austausch ohne Bildungsveranstaltung oder außenrum.
Aber meistens haben wir eben zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, eben einen Austausch, wo wir uns austauschen über die Ladenprobleme, Mitarbeiterführung und so weiter. Und dann haben wir halt immer noch einen Wissensinput oder einen Bildungsinput. Und vielleicht können wir uns ja auch mal da was überlegen, ob wir da mal kooperieren und dann jemand von euch, Melli wohnt ja jetzt dann hier in der Ecke bei uns, Ja, ganz genau. dass wir da mal was zusammen machen. Ja, absolut. Finde ich eine tolle Idee, gute Möglichkeit. Da, das sollten wir auf jeden Fall ins Auge fassen. Also wir sind da immer ganz arg begeistert, wenn wir losziehen dürfen und als ja, Botschafterin im Fernhandel unterwegs sein können. Von daher dürft ihr uns da liebend gern kontaktieren und da freuen wir uns über Vermittlung und Kontakt herstellen. Ja, super. Dann Genau. gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr vielleicht mal, wenn es wieder anders möglich ist, dass wir das mal vielleicht irgendwie einbinden. Ganz genau. Doch, das wäre klasse. Auf jeden Fall. Ja, super. Gut. Schön. Dann bin ich von meiner Seite auf jeden Fall schon am Ende und möchte einfach nochmal herzlichen Dank sagen für eure Teilnahme und vor allem für euren Engagement im fairen Handel und für euch als da auch zukünftig Botschafterinnen und Geschichtenerzählerinnen über die Silberschmiede in Taskow und ihre faszinierende Handwerkskunst und ihren vielleicht beschwerlichen Alltag, den sie aber mit ja, ganz viel Stolz und Durchhaltevermögen und Erfindereichtum einfach meistern und eben mit der Unterstützung im Fernhandel auch momentan noch über die Krise kommen und ja, einfach motivieren, weiterzumachen, denn es kommt bei den Menschen direkt an, die es wirklich ganz, ganz arg brauchen. Ja. Genau. Ja, vielen Dank für die vielen Informationen und die Einblicke, die wir mal gewinnen konnten. Sehr, Und sehr ja, gerne. alles Gute Danke. euch noch. Danke, Vielleicht ja, gibt es alles ja auch mal Gute. die Möglichkeit, dass wir bei den nächsten Weltladen-Fachtagen oder so, dass man mal so eine Live-Schaltung nach Mexiko macht, weil das ist ja jetzt mit den neuen Möglichkeiten, wäre das ja jetzt mal toll, mit den Produzenten direkt mal zu chatten, ne? Tatsächlich könnte das mittlerweile vielleicht echt möglich gemacht werden. Also das ist echt ein Schritt weiter voraus. Man muss sich ja auch immer neue kleine Herausforderungen stellen. Genau, man muss immer was Neues dann auch Ja, haben. absolut. Das ist eine gute Idee. Ja, super. Ja, Cool. okay. Danke, Dann, tschüss. genau, verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch einen ganz arg schönen Abend und vielleicht sieht man sich demnächst nochmal in Ja, einem genau. Online-Seminar. Ja, alles klar. Danke. Tschüss. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.